Was ist denn los mit euch? Und willkommen zu einem neuen Part. Let's Play GTA Online. Mit meinem GTA-Kumpel, den Lucky Hand 123. Arr. Ja, wir zocken jetzt hier eine Mission, die nennt sich Mikado. Und zwar gibt es auch irgendein Produkt, das man essen kann, das Mikado heißt. Deswegen habe ich immer gedacht, so, hä, ich kenne das doch irgendwoher. Aber wenn wir jetzt über die Mission reden, wird es dann bisschen schwieriger. Habe ich recht? Ja, vor allem, wenn wir diese Mission im Privaten gespielt haben. Ja. Oh, ja. Das war immer. Oh, Alter. Unbeschreiblich. Ja. Jetzt haben wir auch noch eben dem geilen Masako. Kann ich hier die Musik ausmachen? Ja, die ist auch aus, okay. Das ist halt eben die Hintergrundmusik von der Mission. Aber wenn die von der GEMA gesperrt wird, Alter, dann würden ja alle Videos gesperrt sein, die ich in GTA aufgenommen habe. Ja, also ich würde mir jetzt am liebsten auch so eine App runterladen, wo dann so drauf steht Banküberfälle, wo dann so ein Countdown runterläuft. Das habe ich nämlich damals gemacht, wo es GTA 5 noch nicht gab, habe ich mir so eine App runtergeladen. Da stand so drauf, noch 5 Tage und 20 Stunden und 13 Minuten, Alter, da habe ich immer die ganze Zeit drauf geguckt. Tja. Ja, Mann. Ja, aber jetzt kannst du es ja bei den Banküberfällen machen. Oder? Ja, glaube ich schon, nicht. Oder? Ja. Ich meine, wer weiß denn bitte, wann die Banküberfälle rauskommen aus der Rockstar Games? Ja. Und die meisten Updates, die ja jetzt rausgekommen sind, die waren ja eh unangekündigt. Also von daher können wir uns nur überraschen lassen, wann Rockstar Games uns das nächste Update bringt. Das letzte Update, das überhaupt war bringt. Irgendwie für den Arsch. Naja, das kannst du jetzt nicht so sagen. Also da waren schon coole Autos raus. Also ich meine von dem USA-Update. Ja, das war doch geil. Der Monster Truck und so weiter. Die Harpune. Machete, das schöne Gewehr, dann ja, cool. Noch dieser Flammenwerfer da, ich nenne aber eher Partykracher für Silvester. Hast du gedacht, du schießt irgendwie so eine Rakete hoch an Silvester, so das angehört so Piu. Also auch nicht gerade so weltbewegend, aber es war nicht schlecht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also so schlecht war das Update jetzt nicht, weil ich habe schon schlechtere erlebt, also ja. Naja, also trotzdem schlechter. Hätte man das Update weglassen können, dafür die Banküberfälle bringen können. Ja, aber wenn wir jetzt, falls ihr schon gehört habt, es soll ja jetzt auch, GTA 5 soll ja auch für die Next Gen erscheinen, also für die PlayStation 4 und für die Xbox One und dann noch wahrscheinlich für den PC, lol. Wie das aussah. So, du weißt, was du zu tun hast? Ja, ich darf dann wieder snipern. Ja, wir haben uns extra eine Taktik überlegt. Ja, und die hat bis jetzt immer so ungefähr gut funktioniert. Hat auch manchmal nicht funktioniert. Ja, eigentlich hat die immer funktioniert. Ja, wenn wir uns dabei gescheit angestellt haben, sagen wir es mal so. Kommt drauf an, wie du dich halt anstellst. Du bist ja der Sniper. Ja, das stimmt auch, ja. Aber dann das Letzte, das, naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wahrscheinlich kennt ihr die Mission schon. Aber naja, Pustekuchen. Also auf jeden Fall soll es, wenn wir die gespielt haben, dann war es immer mordsmäßig spannend. Ja, wenn wir jetzt nochmal da Rockstar Games zurückkommen, dann soll es ja auf der PlayStation 4, also generell auf den Next-Gen-Konsolen, angeblich die Grafik soll besser sein, das glaube ich auch. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd, dass wir dann die ganze Zeit auf die Banküberfälle warten. Und dann hörst du dann so in den Nachrichten, ah, jetzt wollen sie es noch für die Next Gen rausbringen, dann dauert es noch länger mit den Banküberfällen. Und dann zieht sich das immer in die Länge. Und laut Gerüchten zufolge soll es schon Mitte November erscheinen. Und beim PC ist es noch ein bisschen unklarer. Weil beim PC ist es ja immer ein Staatsakt, weil Rockstar Games nicht so gut mit PCs umgehen kann. Die PC-Spieler tut mir eh ein bisschen leid. Ja.
Und ob ich das mir für den PC holen soll, das weiß ich auch nicht. Das lasse ich am besten euch abstimmen oder mein Bauchgefühl. Sind die unten also, schon weg auf der Treppe? Also den einen habe ich schon abgeballert. Ah, da unten muss noch ein. Nee. Hier ist keiner. Da ist auch keiner. Ja. Hast es? Ich hab ja Schuldesteuer. Ich hab dich im Fadekreuz. Ich beobachte dich. So. Ey, da musst du noch irgendwo anders sein. Bin ich jetzt blind oder was? Naja, egal, jetzt ziehen wir mal. Lol. Hast du eben auf mich geschossen? Nein. Okay. Naja, da bin ich mal gespannt, was da Rockstar zeigt, wenn es für die Next-Gen-Konsolen rauskommt, wie sich das dann so entwickelt hat von der Grafik. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie so einen Grafikvergleich finde, weil das interessiert mich, was sie da auf den neuen Konsolen zu bieten haben. Weil das wird mich auch schon ein bisschen enttäuschen. Weil du hast es ja dann extra für die Playstation gekauft, freust dich auf die ganzen Updates, weil du ein leidenschaftlicher GTA-Zocker bist und dann sowas. Da ist sogar der Lucky Hunter sprachlos, als er das gehört hat. Tja. Und gelesen hat. Ja. Einer war sprachlos und teilweise echt sauer, weil ich meine, die ein paar Updates, wo GTA rausgebracht hat, das war also Rockstar Games, die waren schon echt klasse, ja, mit dem. Ja, also ohne Witz. Mit dem Hipster, mit dem Business Update, mit dem Tourist ja. Air und dem Centurno und so, das waren schon echt klasse Updates, also kann man echt nichts sagen. Kannst nicht meckern. Ja, aber jetzt der Rest so des USA-Update, gut, das mit dem Liberator sage ich nichts, aber so der Rest irgendwie, naja, was will man damit groß anfangen? Wenn die jetzt den Zombie-Modus rausgebracht hätten, hätte ich gesagt, oh geil, wieder was Neues, weißt du, wo du dich mal wieder reinfriemeln kannst und so weiter. So als Abwechslung. Ja, aber ich meine, gut, wie soll ich sagen, immer neue Autos und so wird auch immer langweilig. Klar gibt es den einen und den anderen, wo halt sagen, hier, geil, wieder neues Auto, weißt du, das sind dann halt so diese Autosammler. Aber jetzt für mich sage ich mal, gut, Autos hin oder her sind zwar geil, aber ich wünsche mir halt auch mal, was für das Spiel geschehen, weißt du? Nicht irgendwie so Transportmittel, ja. Sondern auch mal so neue Features, weißt du? Irgendwie neue Missionen, oder neue Attraktionen. Genau, sowas. Ja. Oder die könnten auch mal irgendwie, jetzt grob gesagt, mal North Yankton mal reinbringen. Ja, das hätten sie auch schon längst machen können. Das wäre zum Beispiel eine tolle Idee für, also wenn die Banküberfälle abgeschlossen sind. Komm. Perfekt. Wo bist du? Direkt neben dir, guck doch. Oh, ich bin blind. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ja, aber wie gesagt, nee, aber bin ich mal gespannt. Worauf ich mich halt extrem freue, GTA 6. Ja, die Frage ist aber dann, holen wir uns das für die PlayStation 4 und zocken das jetzt mal ganz übertrieben gesagt in 4K oder holen wir uns das für den PC? Also das habe ich schon überlegt. Also für die PS4 hole ich mir das definitiv. Die PS4 werde ich mir auch holen. Ja. Nur werde ich halt nicht online zocken, weil ich sehe es nicht ein, da für Online-Game zu zahlen. Klar hat man dann halt auch so Internetkosten, wenn man GTA Online oder so jetzt spielt, aber für die PS4 muss man ja nochmal PlayStation Plus kaufen und nee, also da ja. Hat es einerseits Sony bei mir verschissen, weil ich fand es eigentlich immer cool, so zu spielen, weißt du? Ja, und außerdem bezahlen wir trotzdem Geld, auch wenn wir hier keine Zusatzkosten haben, weil Internet kostet ja generell Geld und der Strom halt eben auch, ne? Ja, meine ich schon. Ja, deswegen weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, da noch extra Kosten anzufügen. Was bringt das? Sich sowohl Microsoft und Sony, die haben sich da so ein fettes Eigentor geschossen. Aber es gibt trotzdem welche, die sich das kaufen. Ich meine, gut, Microsoft ist mir eigentlich nur Furz egal. Ich zock eh keine Xbox. Ne, ich auch nicht. Und, aber bei der
PS4 hat mich das da schon ein bisschen geärgert, wie ich erfahren habe, dass es online was kostet. Ja, also ich war auch erstmal entsetzt, wo ich das gehört habe. Vorhin rein. Wo bist du? Toll. Wo läufst du lang? Okay, jetzt können wir abheben. Ich glaube, ich sterbe gleich. Lol, hip up. Also die PS4, was ich jetzt so mitbekommen habe, was für die PS4 rauskommt, also ich glaube, da lohnt sich das schon echt. Vor allem jetzt Assassin's Creed Unity und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Kingdom Hearts Beste. Mit Kingdom Hearts bin ich eigentlich groß geworden. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mich echt drauf freute. 2002 kam es raus, 2014 kommt der dritte Teil, muss man überlegen. So lange hat es gedauert. Ja, 12 Jahre mal. XD. Oh, naja, bis die ganzen GTA-Teile rauskommen, liegt ja auch immer so eine Zeitspanne zwischen 5, 6, 8 Jahren. Weil die brauchen ja auch erstmal Zeit, um es zu entwickeln, überhaupt auf die Idee zu kommen. Weil es geht ja nicht gleich von heute auf morgen, oder? Ja klar, vor allem GTA 6, ich glaube, Rockstar meinte ja, das soll besser werden wie GTA 5 und San Andreas. Also so die ganzen anderen Teile soll alles besser sein, der sechste Teil. Ja. Vor allem von der Grafik. Das glaube ich, ja. Naja, dann wäre das ja auch kein Problem, das dann in Zukunft aufzunehmen, wenn GTA 6 erscheinen wird. Weil für die PlayStation 4 könnte ich halt eben dann auch das Spiel aufnehmen mit der Elgato, mit der ich jetzt auch gerade aufnehme. Nur ist da irgendwie das Problem bei der PlayStation 4, dass da so ein Patch drin ist oder irgend so ein verschlüsseltes Signal, dass man nicht mit HDMI aufnehmen kann. Und die PlayStation 4 hat ja keinen Komponentanschluss, das heißt, man braucht noch so einen Splitter, dass das dann gesplittet wird und dass man dann das Bild auf dem Computer hat. Das heißt, man muss sich noch so ein extra Teil kaufen. Ich lasse es oben ab, ja? Ja, danke. Achtung, aber es hieß, aber, da soll so ein Update rauskommen, dass es dann behoben wird, dass man dann aufnehmen kann, extra so für Let's Player halt eben. Und das finde ich nicht schlecht. Aber wann sie es umsetzen, ist auch eine Frage. Bist du gestorben, oder? Ja, wohl. Ich saß im Hubschrauber. Fail. Scheiße, kommen wir dann überhaupt weg mit dem? Ich hoffe, wir kommen dann auch weg. Ah, keine Panik auf der Titanic. Ja, wir müssen halt eben auch noch wegfahren, gerne in 4 Minuten. Ja. Lol. Vielleicht darf ich jetzt nicht verrecken. Ich schieße ja schon ganz leise. Lol, ist da jetzt einer? Kommt jetzt einer durch die Tür? Ich bin gerade sehr angespannt, wie in jeder schwierigen Mission. Aber ich stelle mich bis jetzt gerade gut an, bis jetzt. Ich will mich nicht in den Himmel loben, weil dann passiert immer was Schlimmes, wenn ich mich in den Himmel lobe. Ja. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Ich bin hier unten. Ich hab so gut wie alles hier unten gleich geregelt. Ich weiß nicht, warum du so Probleme hattest hier unten. Ich finde es sau einfach. Ah ja. Wenn du das Dokument hast. Oh. Soll ich jetzt mal eine Etage tiefer? Ah, da ist doch noch einer. Erstmal die ganzen Typen hier, oder? Metzeln. Lol, wo ist denn da? Hey, da ist doch noch einer. Guck mal auf die Karte. Siehst du, in welche Richtung ich gucke? Ja. Da. Ich guck auch gerade in die Richtung. Ja, genau. Gegenüber auf dem Gebäude oben drauf sind welche. Kannst du die mal töten? Gegenüber auf dem Gebäude. Direkt bei dir gegenüber. Lol, Alter, da oben, unten beschießt mich gerade einer. Alter, wo ist der denn da? Das hasse ich mal, wenn sie angezeigt wird, wenn da irgendwas angezeigt wird, obwohl da gar nichts ist. Also, da waren ja auch schon so Typen, die habe ich schon abgeballert. Die waren da auch schon auf dem Dach. Ich bin drinnen bei den Dokumenten. Sehr gut.
Aber du musst hier oben abschießen. Ja, ich habe hier oben schon die meisten abgeschossen. Hast du schon alle Pakete, hat der Martin Matraso eben geschrieben. Ja, ich habe alle. Stopp, unten bei dir ist noch welche, kann das sein? Ich habe alle, ich hol dich ab, warte. Hast du ein Heli dabei? Ja, der steht draußen. Oh, alle. Bist du ganz oben? Ja, da wo das große H ist, also der Landeplatz. Ja, ja. Das wäre jetzt geil, wenn du es schaffen würdest. Das wäre sehr erotisch. Das, mein Freund, ist sehr, sehr gut. Naja, also PC. Ich bin eigentlich so mit der Konsole groß geworden. PC zocke ich auch. Aber jetzt so extrem wie jetzt so große Spiele, so, ja, keine Ahnung, Call of Duty oder was weiß ich, weiß nicht, so die ganzen großen Spiele. Ja. Ist einfach nichts für mich. Wenn dann schon so ein paar Online-Games. Ich meine, gut, das sind halt auch große Spiele, aber das sind dann halt so die Spiele, wo mich dann halt mehr reiten, so Online-Games. Ah, okay. Jetzt so, ja, League of Legends oder was weiß ich, weißt du. Da sage ich noch, ja, kann man mal auf PC spielen, aber so, nee. Also. Ja, ich bin auch mit Konsolen groß geworden. Damals, wo ich noch klein war, habe ich mit der PlayStation 1, habe ich immer Tekken gezockt. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Das ist so ein Kampfspiel, wo man sich gegenseitig schlagen kann. Na klar, Tekken kennt jeder. Ja, Tekken ist, also mit Tekken bin ich groß geworden. Jetzt gibt's ja schon LOL. Tekken 6, schon seit 2008. LOL! Oh, bitte mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Ich mach keinen Scheiß. Stürzen ab. Soll ich springen? Weißt noch? Alter, geht wann? Ich hasse es. Alter, ich bin froh, wenn wir unten angekommen sind, aber sanft. Aber sanft, Alter. Alter, wenn wir jetzt verrecken. Oh, was? Oh, ich bin gerade wieder nervös. Lodl, steht da unten dein Auto? Oh, schade. Wunderschön. Wunderbar, prima. 9000. Ja, hab's gesehen. Und MP war auch nicht schlecht. Ja. Oh, da gibt's mal ein fettes Like. Wunderschön, ist es nicht wunderschön? Ja, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der PlayStation 4 haltet. Ob es sich dann lohnt, wenn ich mir die dann hole, wenn GTA 6 erscheint und ob sich der Lucky Hunter dann auch die PlayStation 4 holen soll. Aber ich denke, wenn GTA 6 rauskommt, haben wir die eh klein im Haus. Ja. Yeah. Und außerdem wird es eh noch dauern, bis GTA 6 erscheinen wird, weil ja erstmal GTA 5 seit einem Jahr draußen ist. Und ich bin auch sowieso mit GTA 5 zufrieden, also ohne Witz, ich hab nichts zu meckern, außer dass die Banküberfälle da draußen sind. Ja, verdammte Scheiße nochmal. So, jetzt habe ich mich ab. So, und jetzt können wir auch den Part beenden. Es ist Spielzeit. Ja, dann sage ich dann bis dahin, meine Freunde. Wiederschauen.